Liebe Terre des Hommes-Gruppe in Mainz, Rassismus ist einer der wesentlichen Punkte, an denen sich unsere Gesellschaft spaltet. Dabei ist Rassismus keine Meinungsäußerung. Rassismus ist eine menschenverachtende Einstellung, die schlimmstenfalls zu viel Leid und sogar zu Gewalt führen kann. Die internationalen Wochen gegen Rassismus sind eine gute Gelegenheit, unsere Gesellschaft zu sensibilisieren und auch aufzustehen und ein Zeichen zu setzen gegen Rassismus, aber auch gegen andere menschenverachtende Einstellungen und Ausgrenzungen wie beispielsweise Homophobie und Islamophobie. Ich danke allen, die mit ihrem Engagement dazu beitragen, klarzumachen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Und dass es auch eine Frage unserer demokratischen Grundrechte und der Menschenrechte ist, dem Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft zu lassen. Ich zitiere den Grundsatz der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Und ich danke ausdrücklich all jenen, die sich im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus, aber auch sonst und alltäglich gegen Rassismus einsetzen und die auch klar machen, dass wir in einer gewaltfreien, von Respekt geprägten Gesellschaft miteinander leben wollen und werden. Und ich danke insbesondere Ihnen von der Terre des Hommes-Gruppe Mainz für Ihr Engagement. Mit Ihren Aktionen setzen Sie ein klares Zeichen gegen Rassismus. Bitte bleiben Sie weiter so mutig und engagiert.